Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Dragodia, einem Modpack, das ich zusammengestellt habe mit Xcarus, LP und Just Marco für den Server, den wir bald öffnen. Ich hoffe, es wird genug beliebt, weil ja, Modpacks sind natürlich auf YouTube und Twitch nicht so immer beliebt. Es ist schade, weil die Mods sind mega cool. Also es gibt zum Beispiel unterirdisch Drachen, oberirdisch Drachen. Also unterirdisch gibt es noch größere Drachen und die müssen natürlich noch schwieriger, also die sind noch schwieriger bekämpft werden. Das ist extremst. Also mir schaudert's, was ich auf dem Server mit Just Marco erlebt habe. Mir schaudert's ein bisschen. Drachen sind halt natürlich schon sehr spektakulär. Schiefer. Cool. Und es gibt so viele Blöcke. Ich könnte so geile Sachen machen. Nur müssen wir halt die Blöcke auch finden und auch ein bisschen Zeit investieren, bis wir das dann wirklich einsetzen können. Ja. Bin mal gespannt. Ich nehme die Erze jetzt eigentlich immer mit, diese kommen. Also nein, ja, diese einfach Erze. Von meinen Slash, damit ich die Waffen auch reparieren kann. Das ist mir nämlich aufgefallen. Man kann leider Waffen nicht. Ja, sie haben wenig Haltbarkeit und man muss sie reparieren. Ständig. Ja, gut. Ich glaube, hier waren wir aber schon. Was habe ich denn hier? Richtung Höhle geschaut. Wollte ich irgendwas noch holen, wahrscheinlich. Also. Damit wir ein paar Fackeln haben. So, wir haben einen Schlafsack. Den kann man einfach hier hinstellen, man schläft und nimmt es gleich wieder auf. Das ist der Vorteil von einem Schlafsack. So, eine Blume. Eine Margarite. So im Mai, ja, anfangs Mai gibt es extrem viele Margariten bei uns. Ganze Wiesen sind komplett voll. Das ist Aloe Vera, oder? Ja. Auch noch ein paar mehr. Jetzt haben wir das Problem, dass wir schon voll sind. Eine Treppe brauche ich nicht. Aber Aloe Veren sind natürlich sehr gut. Ja, da ist ein Drache. Also, ich werde nicht sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Ich habe doch gesagt, ich werde nicht sterben. Diese Höhle hat uns gerettet. Hey, du machst aber alles kaputt. Das ist böse. Ja, ich habe angestellt, dass eigentlich Monster keine Blöcke kaputt machen können. Da kam ich mega überrascht. Ja. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ja. Wir gehen mal zu der anderen Höhle. Schleichen mal ein bisschen. Aber eigentlich sollte der Drache nichts kaputt machen können. Wir müssen das überprüfen. Aber wieso ist der so aggressiv? Wo ist denn die? Ja, wir sehen jetzt gerade der Untergrund. Man sieht gerade nicht wo. Ja, er ist sehr nah, also er könnte kommen, wenn er durch Objekte durchgraben könnte. Ich weiß es nicht, also. Okay. Mega Angriff. Da ist er. Wenn wir hier unten durchgehen. Also wir sind mal, wir gehen mal hier. Also sterben werden wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt rausgehen. Der Drache sieht uns überall. Also der ist einfach immer bei uns sozusagen. Drachen haben irgendwie so ein erhöhtes Bewusstsein. Verdeckte Sinne. Nicht so gut. Ist leider ein blauer Creeper, der wird nicht gerade. Hat doch die Fäße. Ja, genau. Ja, ist gut, ist gut. Ich verstehe es ja.
Okay. Okay. Uch. Also, weg von dem Drachen. Also scheinbar macht er nichts kaputt, aber es hat so getönt. Er hängt fest. Okay. Das ist einer der größten Kritikpunkte an diesem Eisenfeuermod. Die Drachen hängen einfach die ganze Zeit irgendwo fest. Das macht natürlich da dieses Ding zunichte, ja, diese Gefahr. Na gut. Aber eben sind halt auch große Viecher. Okay, wir haben es überlebt. Walnüsse. Wir könnten uns vielleicht hier irgendwo aufbauen schon mal. Hier haben wir nämlich auch Flachs und eine Lucht. Das wäre nicht schlecht. Aber es ist noch ein bisschen zu nah am Dorf. Da ist eine Ruine. Ja gut, heute geht natürlich dann noch im Livestream das weiter, weil ja, wir haben ja immer wieder das viel zu tun in diesem Let's Show. Das ist ja ein Let's Show, also das ist extra so gemacht, dass ich nicht gebunden bin, alles zu zeigen, weil sonst kommen wir natürlich auch nie vorwärts. Also ich kann halt immer nur eine halbe Stunde, ja nicht mal eine halbe Stunde, 25 Minuten eigentlich aufnehmen. Also hier. Hier werden wir uns aufbauen. Genau, hier haben wir auch noch ein paar Seen. Hier ist kein Drache in der Nähe. Hoffe ich mal. Hier bauen wir uns auf. Das ist optimal. Der Ofen haben wir nicht mitgenommen. Ja, aber irgendwie eine Kuh oder so etwas. Diese Gärten nie am Anfang abbauen, die vergrößern sich, die werden. Ja, vermehren sich sozusagen. Also, wir haben, glaube ich, zwei. Ah, das ist das Schwein wahrscheinlich gewesen. Das haben wir ein bisschen lauter. So, ich hoffe, dass der Drache ist nicht zu laut. Ja, ist schon ein bisschen lauter gewesen wahrscheinlich. Ja, wir haben halt auch zu viele Slots. Also, wo sind jetzt die? Tun. Das Problem ist einfach too many items. Nicht das hier. Das ist, glaube ich, Chai. Aber too many items ist, wir haben einfach zu viele Items, die wir aufsammeln könnten. Der macht, also, das Schwert macht da gar keinen Schaden. So, Wolle können wir auch wieder reinlegen. Jetzt haben wir keinen Ofen, jetzt müssen wir noch kurz einen Ofen machen. Machen wir uns einfach mal hier noch ein kleiner Schacht. Okay, ein besonderer Stein, was ist es? Das sieht, okay. Der sieht. Okay, schon Kohle. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir doch mit. Und der Schacht benutzen wir dann als Fallschacht. Oh, ist das kalt. Oh, ich bin erst aufgewacht. Es ist 8:47 Uhr, also vor ungefähr einer Stunde bin ich aufgewacht. Habe aber noch nichts gemacht, nichts gegessen. War nicht mal auf dem Klo. Ich muss dann noch aufs Klo gehen irgendwann nach der Aufnahme. Ja gut, kann ich das so lange anhalten. Naja. So. Also. Ja. Kann man kombinieren, hä? Nicht? Gut. Haben wir noch etwas vor? Dachte, ich habe 8 eingesammelt. Ach komm. Komm schon. Ah. Manchmal denkt man echt, Minecraft wenig, dass man Blöcke einsammelt. So, dann haben wir hier Erze zum Gießen. Wir können schon mal eine Rüstung machen, das ist wichtig. An diesem Mod. Mach dich fein.
Ja, es hat nur 1.12.2, aber die Features sind natürlich viel besser als die Vanilla-Features. Da ist schon klar, dass wir ja da lieber auf 1.12.2 ein Modpack machen, weil die Mods natürlich tausendmal besser sind. Also es gibt halt erst so richtig schlechte Mods. Also so ganz kleine, wie zum Beispiel einen Skin oder so. Oder vielleicht mal irgendwie so eine Art, ja, kleiner Mob oder so. Aber nichts Großes. Der Kirschbaum möchte ich gerne dann züchten, vermehren. Ah, der Flachs. Ja, ich wusste es. Aber wir haben ja eine Schere. Was mache ich denn da? Weiß nicht, ob sich der wieder vermehren kann. Der Flachs. Aber wir können ihn auf jeden Fall anpflanzen und dann wieder aussetzen. Ja, wir haben ja genug Flachs. Weil der Work Generator ist so genial. Also beim Supplant hat sich so geil verbessert, seitdem es erschienen ist. Mit Feed Beast und so Sachen ist ja der hochgekommen. Damals war es noch ein anderer Mob. Aber es kam hoch, also ich weiß nicht, der erste war glaube ich Ultimate oder so, wo dann den beim Supplenty-Mod drin hat und der war dann natürlich viel spektakulärer als dieser Mega-Pack-Mod da. Also, die Flachs. Ich möchte die Flachs-Samen haben. Da haben wir irgendwo, wir haben Jute. Ist Jute von Flachs jetzt? Jute ist doch Jute. Verstehe ich jetzt nicht, aber wir brauchen Flachssamen. Naja, einfach mal versuchen anzupflanzen. Ach komm, machen wir so schon Schrott rein. Okay, wir haben einfach die Rüstung schon. Hab ich gar nicht so bemerkt. Ja, dann auf jeden Fall eine Schwitzhacke wieder. Die eine geht kaputt. Und jetzt mal Holz fällen, sonst bin ich dann out of Holz. Schon recht anfordlich. Also wenn jetzt irgendwo hier wieder ein Drache kommt, dann bin ich wirklich ein bisschen ängstlich. Ja, jetzt ist eher der Respekt von den Drachen noch. Aber ich werde bald irgendwann ängstlich werden, so weitergeht. Auf jeden Fall mal zwei noch neue. Und dann noch eine Hacke. Da kann man, der Mod ist halt nicht drin, also den machen wir sicher noch rein, wo wir dann schleichen können. Und alles abfällen. Also der ganze Baum fällt sich sozusagen in Blöcke. Besser wäre es natürlich, wenn er umfallen würde nur. Aber gut. Also Oliven ist die beste erste Nahrung. Das ist eigentlich besser als andere Beeren und so. Wir tun das eigentlich jetzt wieder hierhin pflanzen. Da Olivenbäume eigentlich immer so ein bisschen am Abhang wachsen. Da haben wir noch, was sind das? Muskatnuss. Glaube Muskatnuss. Nüsse. Jeden Fall sind es nicht irgendwelche Baumnüsse. Ja, Muskatnuss. Okay, ist leider noch, ah, doch ist reif eine. Das Huhn können wir dann gleich mal an Ding einzäunen, züchten. Ein anderes Huhn, also die Schweine sind sicher gut fürs Fleisch. So, also Oliven nehmen wir mit. Nehmen wir das Birkenholz noch mit.
Und ja, wir müssen jetzt unbedingt noch Eisen haben. Ja gut, wir haben jetzt alles eigentlich für die Rüstung noch verbraucht. Jetzt müssen wir halt nochmal. Ah, da drüben ist eine Höhle. Also leider habe ich kaum Essen. Das ist oben links der grüne Balken. Ja, es gibt viel mehr als. Okay, Nusea. Gut, wenn ein Drache kommt. Okay, es ist leider keine Höhle. Oder ein Anfang einer Höhle, aber sie wurde nicht richtig, also nicht weiter generiert. Hä? Oh, hier. Diorit sieht viel schöner aus, irgendwie. Mag irgendwie das neue Diorit nicht mehr so. Also wenn ihr eigentlich bedenkt, was Minecraft eigentlich verbessert hat in der 1.14, 15, einfach dann dieses neue Texture Pack, das ist alles nicht so schön wie damals. Also es ist eher wie ein Comic oder so etwas als ein schönes Spiel geworden. Also ich weiß ja nicht, ich will lieber blockige Grafik haben als Comic-Grafik. Also für mich ist das nicht so toll. Aber ich habe erst gestern wieder auf dem Server Isaltis gespielt. Und ja, meine Schwester lernt mich gleich ein bisschen ab. Ja, es gefällt mir schon, aber ein Texture Pack muss drüber sein. Sonst habe ich das irgendwie nicht gehört. Okay, schade, kein Eisen. Eisen sind halt immer meistens in Höhlen generiert. Ich weiß nicht, ob das Tinker's Construct ist. Aber wie ihr seht, kommt kein Eisen. Naja, gut. Wir schauen mal die Zeit. 17, okay. Ja, und in ein paar Tagen habe ich vielleicht dann den PC. Das kann schon noch ein paar mehr Tage gehen. Rosgold, okay. Hätte ich jetzt eher nicht gebraucht. Ich weiß nicht genau, was man daraus machen kann. Der Rosgold ist eigentlich nur ein Gold, das ich eigentlich immer abgebaut habe in Feedbeast und so, aber nie so richtig etwas gecraftet habe. So, einer ist mal kaputt. Eine Spitzhacke, okay, eine Spitze. Okay, ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold. Wie sagt man? Goldklumpen halt auf Deutsch. Ingot, genau, oder Nugget, genau, Nugget. So. Okay. Aber kein einziges Eisen. Ach komm. Muss nicht immer nerven, liebe Fackeln. Fackeln sollten unendlich sein. Also wenigstens viel höher, größeres Deck leichter zu machen. Naja. Wie wenig eigentlich Fackeln benutzen. Ist unglaublich, weil da spawnen dann immer Monster oder. Ja, man geht immer unnötig dann in die Höhle rein, weil man denkt, ja, man hat die Höhle dann nicht. Ach komm, der Stein ist ein bisschen härter. Man hat die Höhle gar noch nicht betreten, oder? Also Fackeln sind eigentlich ein Weg, weißt du, da war schon jemand mal. So, also wenn wir jetzt Eisen haben, können wir eigentlich wieder raus. Leider ist es natürlich schon ein bisschen, ja, nervig jetzt wieder hochzugehen. Aber gut, wir machen ja den Fallschacht. Wir brauchen nur ein paar Leitern, also müssen halt ungefähr so zwei Stacks Holz farmen zuerst. Das können wir dann im Livestream machen. Weil jetzt in 5 Minuten ist das Video leider vorüber. Okay, hier geht's raus. Und wieder rein. Okay. Genau neben uns. Wir sind dorthin gegangen, hätten nur hierhin müssen. Wenn man es nicht. Also man sieht es überhaupt nicht, ja. Man sieht es überhaupt nicht. Seht ihr? Das sieht man, dass dort eine Höhle ist, aber hier sieht man nicht. Also ja. Ich hätte mich ein bisschen mehr umschauen noch können. Ach komm. So.
So, also, Rußgold mal reinlegen, alles. Ja, blockartiges rein. Gut, also. Die Gärten wachsen schon. Ja, jetzt können wir mal hier flach machen. Ist doch viel besser, wenn es ein bisschen ebenerdig ist. Dann haben wir eine Hacke. Wir tun auf dem Server dann Japanisch bauen. Dann machen wir jetzt irgendwas anderes. Wir könnten auch Babylonisch bauen, wie auf dem Vanilla-Server, wie es halt ist. In der Singleplayer-Welt von 1.17.1. Ja, die mache ich halt jetzt auch nicht so weiter. Und ich habe ja noch ein Kreativbauprojekt. Also wenn ihr das schauen möchtet, also weiter haben möchtet, dann sagt es einfach. Aber es ist halt für mich ein bisschen schwer, da immer im Kreativmodus, ja, dann zu überlegen. Also man baut halt einfach irgendwie und überlegt meistens nicht so, was man eigentlich so bauen könnte. Kreativmodus ist für mich irgendwie so ein bisschen eine Art Modus, der einfach die Motivation zum Bauen nicht bringt, weil man halt unendlich Blöcke hat. Ja, wir brauchen noch Weizen da. Chili kann man nicht anpflanzen, da braucht man irgendwas Bestimmtes. Süßkartoffeln sind sicher noch gut. Ach komm, machen wir Champignons. Die wichtigen mal in die Mitte. Hobbygärtner, gut. Und Champignons mal hier. Und Süßkartoffeln hier. Okay, hier haben wir kein Wasser. Nehmen wir einfach hier. Gut, die wachsen recht schnell. Aloe Vera kann man ja irgendwie überall, genau. Anpflanzen, dann machen wir die hier. Weil Aloe Vera ist natürlich sehr gesund. Tomaten. Ah, das kann man hier auch nicht. Schade, ich möchte gerne wissen, was man, wie man die anpflanzt. Also da braucht man irgendwas Bestimmtes. Aber das ist lustig. Da braucht man irgendwie Holzpflock, glaube ich. Ja, wir brauchen einen Holzpflock. Okay, ist eigentlich ja easy. So, schlafen kurz. Ja, diese Gärten, die wachsen natürlich schon extremst. So, aber das werden wir im Livestream machen. Die Aufnahme kommt dann bei YouTube. Davon. Machen wir das mal hier. So, auf jeden Fall. Ja, es geht. Sehr gut. Jetzt habe ich herausgefunden, wie das geht. Chili. Weil das war natürlich nie so mein Spezialgebiet. Wildbeeren können wir dann essen. Beeren auch von Beim so Plenty. Der Wildbeerenbusch. Einfach mal hier. Und haben wir noch einen anderen Busch? Ich glaube, den kann man auch nicht entfernen. Also, da muss man die Beeren anpflanzen. Geht irgendwie nicht. Hä? Kann man nur pflücken? Oder geht's mit der Schere? Also das sind ja Wildbeerenbüsche. Die anderen kann man nur so pflücken mit Linksklick. Wo sind sie? Irgendwo hier waren doch noch mal welche. Irgendwo hier waren welche. Da haben wir noch mit Muskatnuss. Machen wir gleich mal Muskatnussbäume.
Und pflanzen sie dann an im Livestream. Aber das geht noch einige Zeit. Ich muss noch essen und so. Und dann gibt es noch Livestream dazu. Okay. Ja. Dann mache ich mal eine Pause. Also der. Okay, ein Ei. Der Livestream beginnt dann nach der Video, nach dem Video hoch. Also das Video zum Hochladen geht ungefähr so, weiß nicht, 30 Minuten. Also, weiß nicht, ob das erste Video natürlich ein bisschen schlechter war, auf 1600p. Da habe ich noch irgendwas vergessen umzuskalieren, rauszunehmen. Aber jetzt ist es auf Full HD wieder. Also die haben wir, aber die anderen Büsche haben wir leider nicht mehr hier. Schade, habe ich alle geändert. Ah, hier haben wir nochmal. Okay. Die Büsche mit der Schere abbauen? Ja. Sehr gut. Ist doch mal sehr schön. Okay. Dann Dankeschön für das Anschauen des Partys. Und viel Spaß noch mit anderen Dingen. Euer Drago Basler. Tschüss.